Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu My The Magic Teil 6. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir wollen weiter Garricks Schmiede, glaube ich, heißt das Ding, oder? Garricks Schmiede untersuchen. Da war ja nichts drin. Da haben wir jetzt wieder einen neuen Raum. Ich bin gespannt, was uns erwarten wird. Wahrscheinlich wieder Gegner. Wieder Magier und alles. Die meisten sind da drüben. Na gut. Die stehen jetzt alle richtig, richtig schön. Na gut, dann müssen sie jetzt Sotan glauben. Ach, genau. Ich habe mir noch einen neuen Zauber geholt, und zwar die Giftwolke. Die soll, glaube ich, gar nicht mal so schlecht sein. Eine giftige Wolke schädlicher Gase wird von den Zaubernden gebildet und bewegt sich langsam von deinen Charakteren fort. Die Wolke richtet 25 Schadenspunkte plus 1 bis 10 pro Fähigkeitspunkt in Schattenmagie an und dauert so lange, bis etwas hineinläuft. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich meine, der macht 1 bis 4 pro Fähigkeitspunkt. Kostet halt aber auch nicht viel. Und der macht halt 25. Das heißt, wenn wir Pech haben, ja, wir haben jetzt 4, das heißt 29 Schaden oder 65 Schaden. Also das kann schon häufig besser sein als der andere. Ich denke, ich muss Schatten tatsächlich ein bisschen nochmal steigern. Und ich glaube, das trifft uns auch selber nicht, oder? Ja, also ich finde den Zauber gut. Mir gefällt der ganz gut. Oh, da ist er schon wieder. Was machen wir? Gehen wir erst auf dich? Ja. Ja, okay. Jetzt können wir auch Feuer weitermachen. Also Schattenmagie, ich glaube, ich werde Schattenmagie weiter hochbringen, weil das hört sich eigentlich nicht verkehrt an. Ich weiß es gar nicht mehr. Hatten wir? Ja, Meditation sind wir schon auf Meister geworden. Das wäre auch nicht schlecht. Feuer sind wir auch auf Meister und 12, Schatten sind wir auf Meister und erst 4. Aber wenn wir da noch mehr Punkte drauf kriegen, habt ihr ja gesehen, was die Giftwolke gut anrichtet, ist halt nur ein einzelner Zauber, der allerdings auch relativ teuer ist, aber... Aber ich finde, wie gesagt, er macht schon was her. Neue Rüstung. Und ein Helm, alles klar. Da ist anscheinend nichts, da geht's weiter. Da haben wir die Tür. Ja, okay. Weiter geht's. Haha, nein, da ist niemand. Und da ist eine Tür. Und da geht's hier so rum. Aber da gibt's auch einen Geheimweg anscheinend. Die Frage ist, ich will es jetzt noch nicht machen, obwohl doch, probier mal. Ja. Es ist ein Geheimweg. Schau mal aber erstmal hier rein, hätte ich gesagt. Da sieht es ja auch aus, als ob da hinten irgendwie was dran wäre, wo viele, viele schöne Schätze drin sind. Oder? Wow. Okay. Ah. Was ist das jetzt hier? Ist das irgendwie... Nee. Passiert irgendwie nichts. Nach oben scheint es auch nicht zu gehen, obwohl... Ah, wir können hier runtergehen. Da frage ich mich, ob ich vielleicht einen anderen Weg doch eher als erstes hätte gehen müssen. Ja, es ist die Frage. Erst hier runter oder erst hier? Hier sieht es aus, als ob es irgendwie weitergeht. Lass uns erst noch den anderen Weg gehen. Der sieht aus, Geheimgang und alles. Der sieht auch aus, als ob es da, ja... vielleicht noch irgendwelche Schätze oder irgendwas geben könnte. Auf jeden Fall nicht der Hauptweg ist. Ja, genau. So dachte ich mir das.
Die ganzen Sachen schauen wir uns später nochmal an. Aber das sind doch, ja, aber die sind nur, so toll sind die Helme jetzt nicht. Auch das Schwert ist jetzt nicht so toll, aber Geld. Oh, und ich glaube, ein paar von unseren Leuten sind wieder ein bisschen schwach geworden. Da wird gleich die Schwäche geheilt. Ich hab's. Hier, das hier noch angeschaut. Aha. So, Geld kommt mit. Und die Nachricht, die lesen wir jetzt gleich. Aber erst einmal wird hier nochmal die Schwäche geheilt. Und hier die Schwäche geheilt. So. Und dann schauen wir mal. Hoppla. Hm. Fetzen von Garricks Tagebuch. Wenn es nicht das eine ist, dann ist es das andere. Nun will Archibald, dass ich seine Armeen mit den besten Gegenständen ausstatte, die ich herstellen kann. Ich wurde gezwungen, von Alamos hierher zu ziehen, so dass ich so schnell wie möglich diese Aufgabe bewältigen kann. Ich habe den verdammten Kristall bei meinen Kollegen in Alamos gelassen. Hoffentlich werden sie bald einige Kenntnisse aus ihm gewinnen können, auch wenn ich wünschte, dass sich Archibald überlegt, was nun geschehen soll. Okay. So, dann wird es erledigt. Gut, dass wir erstmal hierher gegangen sind, finde ich. Dann können wir nämlich hier erst weiter runtergehen und mal weiterschauen, was hier unten ist. Okay, was war das jetzt? Wo sind wir jetzt hier gelandet? Gab das jetzt irgendwie eine Stallpreise, Beförderung, bla bla bla? Ah. Also das sind ja die ganzen Gilden. Sechster Brief an Wilbur Humphrey ausgeliefert. Geläute Harmonie zurückgebracht. Kombination von Goblinwacht herausgefunden. Angela gerettet, Jerry gerettet, die Spinnenkönigin getötet. Andres Hafer wieder beschafft, der Ketzenleuchter für Bar geborgen und den Bürgermeister von Mist gerettet. Und dann kommen hier die ganzen Dings. Beförderungen. Und die Stallpreise festgesetzt. Das dürfte die Hauptquest sein. Okay, eine Hauptquest, die Beförderung, die haben wir alle fertig. Dann haben wir hier einige, naja, einige, ein paar Nebenquests quasi gemacht und natürlich die Mitgliedschaften erledigt. Aber was das gerade eben war, keine Ahnung. Und das sieht irgendwie sehr interessant aus, wie es hier aussieht. Wow, 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 wow. So, versuchen wir doch hier mal ein bisschen. Hier vielleicht nochmal das hier. Ja, also hier geht's wirklich ganz schön heiß her. Ja, da sind Haufen Gegner drin. Okay. Ich habe eine andere Idee. Warum mache ich das nicht schon die ganze Zeit? Ich habe keine Ahnung, warum ich das nicht schon die ganze Zeit mache. So, und zwar den Drachenhauch. Und zwar machen wir den hier rüber. Ja, doch. Nochmal das hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ist ja schon gut, ist ja schon gut. Ha, Drachenhauch. 1 bis 25 pro Fähigkeitspunkt. Kostet halt aber auch extrem viel. Ha, 1 bis 6. Ja, der kostet nicht so viel. Den können wir öfters anwenden. Ja, den können wir öfters anwenden. Und dann nehmen die überall hier Schaden. Das ist doch schon besser als vorher.
Puff. Okay, so. Ja. So, machen wir nämlich nochmal einen Feuerball hier mitten rein. So, damit haben wir nämlich schon viele Gegner erledigt. Dann gehen wir ein bisschen in die Nähe von euch. Machen. Na gut, machen wir erstmal so. Du heilst dich. Ich glaube, ich müsste auch langsam mal hier verschwinden, schätze ich. Ja, halt. Und du darfst hier wieder einen Feuerball hier hinten reinhauen. Ja, die haben wir doch bald. Das müssten wir doch. Das müssten wir doch schaffen, oder? So. Und nochmal ein Feuerball hier hinten rein. Ha! Gleich zwei. Sehr gut. Du hüpfst wieder runter. Dann geht's halt hier runter. Ist das Lava, was hier ist? Oder ist das ein Teppich? Gute Frage. Aber da der hier so steht... Uff. Okay. Ach, Feuerelementare sind auch noch hier. Ach, du Schande. Ach, du Schande. Ich glaube, ich muss tatsächlich bald verschwinden. So. Und jetzt verschwinden wir. Und zwar sofort wie es... Ja, Stadtportal, Mist und zurück zum Tempel. Echt zart. Das sind auch so viele. Das waren ja wirklich extrem viele, viele Gegner. Leb wohl und viel Erfolg. Das waren wirklich extrem viele Gegner. Okay, Leuchtfeuer zurück. Garrick Schmieder. Und, ja. Dann ging es hier lang. Ich sollte den vielleicht noch mal weiter nach unten setzen. Hier ist nichts. Uff, 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 uff. Ja, Garrick Schmiede, das ist... Das merkt man halt. Das ist tatsächlich schon eine Hauptquest. Ein ziemlich heftiger Zauber. Speichern. Moment. Nee. Wir gehen hier näher ran. Hier kann ich nicht hochziehen. Ja, okay. Da brauchen wir den Eisstrahl wieder. Ach, der hält ja nichts aus hier. So, das ist schon mal wenigstens der erste. Die sind alle gleich. Dann machen wir den hier. Mist. Zauber vergessen. So. Dann du hier. Sehr schön. So, da nochmal die Stunde der Kraft rein. Der müsste... Ah, nee, doch noch nicht. Aber so viel dürfte der eigentlich auch nicht mehr aushalten, oder? Wow, wie viele sind das hier noch? Ach, du Schande.
Nee, dann machen wir eine normale Heilung. So. Okay, einer weniger. Jetzt müssen wir es doch gleich haben. Gut. Ich glaube, jetzt sieht es schon viel, viel besser aus. Also hier geht es auf jeden Fall noch weiter. Hier scheint es nicht weiter zu gehen. Und dann natürlich hier unten, wo es noch weiter geht. So. Aha. Mit vielen, vielen Gegnern hier wieder. Bleiben aber erstmal oben, glaube ich. Ich will jetzt nur die Gegner hier noch erledigen. Guck mal da hinten in der Biegung, wie viele Gegner da noch weiter sind. So. Jetzt mal kurz speichern. Kann ich hier drauf gehen? Ja, das tut weh. Das dachte ich mir. Gut. Hier rein. Schauen wir mal, was hier drin ist. Sieht fast wie eine Schleuse aus. Und Gegner natürlich. Oh, Moment. Hier nehmen wir wieder den Feuerstrahl als, okay, als den hier. Weil ich glaube, die anderen Zauber, das brauche ich nicht groß zu machen. Ich glaube, das passt so, wenn wir das so machen. So, sehr schön. So, da geht es auch ganz schön nach oben. Da ist auch wieder eine Tür. Interessant. Also wir gehen, es geht hier weiter hier runter. Oder es geht hier nach oben. Was jetzt besser ist, wo wir zuerst hingehen, keine Ahnung. Mit den Kristallen können wir anscheinend nichts machen. Dann hätte ich gesagt, gehen wir einfach mal nach hier oben. Schauen wir mal, was wir da so alles finden. Es sieht beides aus, als ob es der Hauptweg wäre. Guck mal, da hinten ist auch... Das sind Schätze. Aber da scheint es auch nicht weiterzugehen. Kann das sein? Naja, wir gehen trotzdem erstmal hier hoch. So, Tür. Und da hinten sind auf jeden Fall wieder Zauberer. Sollen wir die noch machen? Speichern wir mal. Ja, das sind auch wieder Dinger. Das sind auch wieder Elementare. Ach. Das sind Elementare. So. Ja. Huch, was war das? Stehen wir hier nicht richtig? Oder was war das? So. Ja, die sind sehr empfindlich gegen Eis. Und das ist auch gut so. So. Eigentlich wollte ich jetzt noch da hinten gehen. Ja. Wisst ihr was? Das machen wir tatsächlich doch noch. Ist ja jetzt auch nur der eine hier. Gut. Jetzt geht
geht's hier weiter. Und das sieht irgendwie besonders aus. Und guck, das sind auch die Schätze, die ich da gesagt habe. Sollen wir da reingehen? Hier ist nichts. Ach, hier ist ein... Okay. Viele Gegner hätte ich mir eigentlich denken können. Schwäche heilen. Und dann sollten wir die hier noch erledigen. Ah, da-dam, da-dam, da-dam. Ja. Nee, da machen wir, da haben wir drauf. Und du darfst erstmal Schwäche nochmal heilen. Vielleicht wäre heilen gar nicht so schlecht gewesen. Okay, du darfst eine Giftwolke aufsprechen. So. Uahaha, das sieht gerade nicht so gut aus wie unseren. So. Für unseren Ritter. Heilen. Der da muss weg. So. Dann machen wir den hier noch fertig. Und ich glaube, danach sollten wir auch tatsächlich nochmal verschwinden, schätze ich mal. Und uns heilen. Ja, das wäre auf jeden Fall angebracht. Aber lass uns erstmal ganz kurz diese Gegner hier erledigen. Das sollte jetzt nicht mehr so lange dauern, denke ich. So, nämlich bis jetzt. Dann können wir uns hier umschauen. Da scheint es auch nicht wirklich weiterzugehen. Das heißt, wir müssen wieder hier runter, da runter und ja. Das passt, denke ich. Heilen müssen wir uns natürlich noch. Uns hier umschauen müssen wir noch. Wie viele Punkte hatten unser 64? Das sollte eigentlich noch langen. Für Leuchtfeuer 30. 50, ja, das sollte langen. Leuchtfeuer setzen wir nochmal hierher. Und dann, wenn er wieder dran ist, was jetzt passiert, Stadtportal, Mist und heilen. Dürfen wir unsere Dienste anbieten? Leb wohl und viel Erfolg. Und gleich wieder zurück. Mit dem Leuchtfeuer. So, so sieht es doch schon viel, viel besser aus. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Und was hier in diesem Raum ist, das werden wir beim nächsten Mal erkundigen. Und auch was hier unten ist. Und es sieht eigentlich aus, als ob es da nicht groß weggeht. Beziehungsweise... Na, guck mal, und der Schlüssel ist weg. Der Schlüssel ist weg. Das heißt, wahrscheinlich diese komische Tür hier war wahrscheinlich verschlossen. Nehme ich jedenfalls mal an. Oder vielleicht die andere Tür hier oben. Das ist auch möglich. Irgendeine Tür war jedenfalls verschlossen. Naja, wie dem auch sei, macht's gut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.